So, es beginnt Polen gegen Mexiko. Also andersrum, Mexiko gegen Polen. Das nächste Gruppenspiel, Anstoß Polen. Das größte Problem von Polen ist einfach der ganze Angriff. Die ganze Strategie bezieht sich auf Lewandowski. Man passt zu Lewandowski einfach hin, obwohl der umsendet ist von Spielern. Hauptsache, er hat den Ball. Obwohl Polen andere Top-Spieler hat, wie zum Beispiel Zielinski. Im Spiel, da sehen wir zum Beispiel auch Zielinski, die Flanke ein bisschen zu knapp. Der Ballbesitz für Mexiko. Ja, hier Steilpass verfehlt zum anderen Spieler hin. Ja, also es war wieder dieses klassische Spiel mit ganz vielen Problemen. Zielinski mit der besten Chance. Dann die Mexikaner einmal, dann zweimal, trotzdem aus. Hier nochmal der Angriff von den Polen, aber Lewandowski kommt ins Fallen und verliert den Ball. Und ja, zur Halbzeit steht es wieder 0:0. Ja, hier haben wir Zielinski, zieht ab, trifft nicht. Lewandowski einmal abseits. Dann geht es weiter mit den Mexikanern, mit ihrer Chance zum Tor, aber der Torwart war da. So, jetzt Milik im Sturm, er schießt zum Tor 1:0 für die Polen. So, und jetzt wieder Sokowski trifft 2:0 für Polen. Nachdem die Sturmspitze ausgewechselt wurde, Zielinski war weg, Lewandowski war weg, die Jüngeren sind dran und schon fallen 2 Tore. Ein Ergebnis, was für sich spricht. Wieder super Parade von dem polnischen Nationalkeeper. Jetzt wieder die Polen im Angriff, Kaminski, aber der gegnerische Torwart war da. So, Anspielszenen war das und jetzt ist der Abpfiff da.